Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Gladiators. Denn das ist das, was wir heute. Gott, manchmal denke ich mir echt sinnlos Sachen aus. Das ist tatsächlich das, was wir heute hier machen wollen. Wir wollen da hoch in das Undead Purgatory. Ja, das Kolosseum, das hier über dem Jägerhain thront. Und bei dem wir heute mal schauen, ob ich das A schaffe, dahin zu kommen und ob ich dann auch schaffe, den Boss da drin zu töten. Der ist jetzt nicht der schwierigste auf der Welt. Wurde sehr häufig gezeigt im Vorfeld der Veröffentlichung als, guck mal, was wir hier Cooles gemacht haben, denn es ist eigentlich eine Seltenheit für die Souls-Serie, dass der Boss ja gut los hier. Von hinten schießt noch was, ha? Wieso von hinten eigentlich? Warte, war der das doch? Da ist noch einer gekommen. Sehr schön, du. Ja, ist untypisch für die Souls-Serie, wie man sie vorher kannte, denn der Boss ist ja mehr ein Event als wirklich jetzt ein Bossgegner. Kann man das so sagen? Ich glaube, wenn man will, kann man das so sagen. Alter Schwede. Bei denen muss ich mal gucken, wie ich gegen die kämpfe. Das ist momentan noch nicht so schön. Man kämpft eben nicht die ganze Zeit gegen den Boss, indem man auf ihn draufschlägt und seinen Angriffen ausweicht, so wie das halt standardmäßig hier so ist, sondern muss vorher so ein kleines Gauntlet-Event schaffen, also die ganze Zeit einmal innerhalb dieses Kolosseums im Kreis rennen und Gegner töten, aber auch nur bestimmte oder alle, je nachdem, wie man spielen will. Ich versuche mal hier so. Könnte ganz blöde ausgehen. Eieieiei. Dabei ist wieder das Einfache anscheinend, einfach in den Rücken zu rennen. Ich stelle mich aber auch mal wieder blöd an. Und wir machen den Boss deswegen A, weil wir ja alle Gegner in Dark Souls 2 machen wollen, so wie ich das grundsätzlich handhabe, also nicht durchrennen, nicht schnell spielen, noch nicht mal besonders gut spielen. Sondern einfach alles töten, was wir in unsere schönen soulsigen Finger kriegen. Hab ich gerade soulsige Finger gesagt? Und der zweite Grund ist, dass wir hier die vergiftete Peitsche gefunden haben in diesem Gebiet. Und um eine zweite vergiftete Peitsche. Denn das Ziel ist nach wie vor, so wie hier, schon die ganze Zeit in der Power Stance zu spielen. Allerdings. Ich dumme Sau, ich. Allerdings nicht mit den Streitkolben, sondern wirklich mit Peitschen. Und um eine zweite Giftpeitsche zu. Na Gott, eine Blutungspeitsche ist gar nicht die giftige. Um die zweite Blutungspeitsche zu bekommen. Könnten wir entweder in den DLC gehen, denn da wurde irgendwann später eben eine zweite Peitsche reingepatcht. Was ist denn hier los? Folgen die einem echt komplett? Das ist ja mal spannend. Das war mir bisher nicht bewusst. Ich dachte, die gehen irgendwann zurück. Und wenn ich schon so dumm Gegner auslöse. Ja. Echt noch an der Wand. Bis zum Leuchtfeuer, oder was? Oder dann doch nicht. Die Brücke, die scheinen sie nicht zu verstehen, weil sie ja auch erst durch ein Event runtergelassen wurde.
Das ist immer ein ganz guter Punkt, wo KIs in Dark Souls scheitern dran, wenn irgendwas Dynamisches ist. Sehen, ob sie drüber springen können. Ist nicht dein Ernst, oder? Blödmann. So, jetzt mache ich die auf ganz unelegante Art. Aber ich glaube, so wie ich mich anstelle, hätte ich die in einem fairen Duell nicht so leicht gezwungen. Zumal wir jetzt auch noch das Problem haben, dass wir jetzt nicht direkt beim Boss sind. Also wie gesagt, wir wollen dann über diese schöne Hängebrücke da hochgehen. Und beim ersten Mal, als ich Dark Souls 2 gespielt habe, habe ich das wirklich nicht gesehen. Klar, du kommst in den Jägerhain rein und du siehst dieses riesige Kolosseum über allem Thron. Und dann läufst du hier durch und durch, gehst da oben den an der Brücke lang und auf einmal ist das Kolosseum nicht mehr zu sehen und auch aus den Augen, aus dem Sinn. So war es jedenfalls bei mir. Sodass ich dann erst kurz vorm Ende dann irgendwann so, Moment mal, da gab es doch noch diesen einen coolen Boss aus diesen Videos. Wo ist der eigentlich geblieben? Und schwuppdiwupp habe ich dann im Internet nachgeschaut. Es ist aber auch ein schöner Anblick hier. Peitschen nach wie vor in Dark Souls 2 im PvP nicht so oft benutzt. Wie gesagt, das Problem ist ja, dass sie durch feste Rüstung nicht so gut durchgehen. Guck dir das ja an. Schweine. Die kommen jetzt, glaube ich, auch von hinten. Da muss noch ein bisschen warten. Ja, auch eine schöne Stelle, um einfach mal nach unten durchzufallen. Auch wieder das schöne, ja, kreisrunde, zirkuläre. Da unten sind wir mal gestartet im Level. Also hier an diesem Gebäude. Und sind jetzt wieder... Es gibt leider keine Abkürzung, also keine, die ich weiß, um von diesem Vorsprung, von diesem Dach hier rüber zu kommen. Und jetzt sind wir hier am Ende quasi angekommen. Ach, schön. Und auch... Die Hölle der Untoten, ja. Och, wie scheiße, dass da wieder texturiert ist. Guck euch mal die Bäume an. Komplett unfertig alles. Also echte Schweinerei. Was sie sich da geleistet haben. Kann mir keiner sagen, dass auch Konsolen nicht die Leistung haben, um das ein bisschen hübscher zu machen. Echt schade. Und dieses schöne rote Phantom müssen wir jetzt noch besiegen. Ohne dabei drauf zu gehen. Alter Schwede, ist das nicht dein Ernst? Im Kreis schlagen. Hat er sich gerade mitgedreht? Macht eine Sprungattacke, ich weiche aus und er dreht sich in meine in meinen Ausweichsprung rein. Okay. Arschkrampe. Ja, ne? So viel dazu. Wir waren direkt vom Bossportal. Das heißt, als jetzt, als nächstes gehen wir da erstmal schön durch. An den Gegnern vorbeirennen. Ich habe heute noch ein bisschen mehr vor, das geht so nicht. Wir schleppen jetzt einen ganzen Tross von diesen Untoten und diesen Peitschen-Ninjas und was es nicht alles hier gibt. Schleppen wir jetzt mit uns mit. Stürmen in den Bossraum rein. Und dann gucken wir mal, wie das da weitergeht. Mal sehen, ob ich es überhaupt jetzt schaffe, da hinzukommen. Nicht, dass es hier wieder... Deswegen. So, hier geradeaus links. Und jetzt ist egal.
trink mir mal schnell was. Ach, ist das schön. Ist nicht euer Ernst. Ach scheiße, das ist Dark Souls 2. Ich werd rausgeworfen. Ja klar, einfach durchrennen. Was ist Dark Souls 2? Man kann nicht einfach durch scheiß Fockportale durchgehen. Oh Mann, da kann ich ja nur ausfallend werden heute. Mann. Stimmt ja. Das habe ich auch irgendwann haben wir darüber schon mal gesprochen. Dass das viele Leute gestört hat, dass man eben diese Technik einfach an Gegnern vorbeizurennen und dem Boss aufs Maul zu geben, dass das hier nicht mehr so gut funktioniert. Es geht nach wie vor bei relativ vielen Bossen, bei denen nur ein paar Gegner davor sind. Also so, dass man wirklich die Gegner dann einfach ein bisschen zur Seite lockt und dann das Portal beschreiten kann. Hier ganz offensichtlich nicht mit diesen schnellen Freaks, das heißt, ich muss jetzt hier doch was tun. So, ich sagte, in den Rücken laufen wäre eine famose Idee. Kommt er nicht? Komm, wir locken ihn mal an. Natürlich geht das nur, wenn man auch wirklich in den Rücken läuft. So. Ich hatte, glaube ich, aber die Seelen aufgenommen, von daher nicht ganz so schlimm. Und jetzt hier wieder schön einzeln. Ich hasse es. Komm ran. Ja, diese Änderung an Fockportalen. Oder allgemein am Benutzen-Mechanismus, dass man eben nicht mehr unverwundbar wird für die Zeit. Das ist schon witzig. Witzig ist witzig. Es kommt erst da hinten runter, oder? Davon ist noch gar nicht getriggert anscheinend. Gegen die Wand schlagen geht auch immer ganz gut. So, dann muss ich echt mal das rote Phantom da schaffen. Okay, das dann. Ja, kann man auch einfach mal wieder reinlaufen. Sehr schön. Du bist noch da oben. Aber bist du auf, gehst du auf die andere Seite? Nee, du kommst hier lang. So, so, so. Wir stürmen hier rüber. Kommen die jetzt irgendwie zeitlich hoch? Anscheinend, ne? Getriggert.
Man läuft drüber und dann nach einer gewissen Zeit laufen die los. Jetzt die Frage, wie ich den da Typen da am besten hinbekomme. Ich bin nun wirklich gegen so stark gerüstete Freaks nicht der zuverlässigste Kämpfer. Komm, wir versuchen es mal mit Messern. Ich kann nicht behaupten, dass das nicht geplant war. Es war wirklich. Ich schaue später nach dem Boss dahin. Ja, war so nicht geplant, dass das jetzt so passiert ist. Sehr, sehr schön. Wir kommen zum Streitwagen. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Denn so richtig. Auch hier wieder. Bosskampf, den man recht schnell machen kann, der aber auch dauern kann. Unser Gegner ist tatsächlich. Derzeit. Diese Skelette und das Streitross. Und dazu natürlich noch diese Beschwörer, denn die sorgen dafür, dass die Skelette immer wieder aufstehen. Und dafür muss ich jetzt eben von Einbuchtung zu Einbuchtung. Also hier mal weiter, 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 bis ich die Beschwörer finde. Dann heißt das immer hier schnell es schaffen zu überleben. Und Hebel ziehen. Wo ist denn der? Der Hebel gewesen? Ah. Denn mit diesem Hebel können wir dafür sorgen, dass der Streitwagen nicht mehr weit schafft. Das ging aber schnell. War das schon immer so? Und wir jetzt endlich gegen den Boss kämpfen können, der nicht etwa der Executioner ist, sondern wirklich das Streitross hier, dieses zweiköpfige Dämonenstreitross. Krass. Gegen das ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie verloren habe. Außer heute. Den hau ich normalerweise einfach nur tot. Das war aber peinlich. Liegt es daran, dass die Waffen noch nicht genug upgegradet sind? Dass ich jetzt nicht genug Schaden gemacht habe? Also, ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gut durch diese Skelette durchgekommen. Dafür, dass ich kein Schild trage. Kommt von der anderen Seite der Brücke, oder?
war jetzt auch schön nicht in den Rücken geschlagen. Aber was soll's. Ja, also, das hat mich verwundert. Also, es hat mich verwundert, vielleicht ist das gepatcht worden? Weil früher hatte ich. Ich hätte jetzt gedacht, dass das mal drei Beschwörer waren, die da wiederbeleben können. Und das auch kräftig tun. Hätte ich wirklich schwören können, dass es drei waren. Und dass der Boss dafür total leicht dann war. Kann sein, dass sie das vielleicht ein bisschen geändert haben. Es gibt nur noch zwei Beschwörer, dafür hat der Boss, hält der Boss ein bisschen mehr aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Boss mich mit drei Hieben fertig gemacht hätte und sich auch so hässlich mitgedreht hätte. Das ist ja ohnehin etwas, was einigen Leuten zu Recht, wie ich finde, negativ aufgestoßen ist bei Dark Souls 2. Nämlich, dass sowohl Bosse als auch normale Gegner sich gelegentlich mitdrehen. Und zwar mitdrehen, mit dem Spieler mitdrehen. Das heißt, sie starten irgendeine Attacke und beenden die dann dort, wo der Spieler nach einer Rolle zum Beispiel aufkommt. Was einfach nicht intuitiv ist, weil man ja genau rollt, um diese Attacke auszuweichen. Also ganz, ganz merkwürdiges Verhalten, wie man es auch aus Dark Souls 1 so gut wie gar nicht kennt. Ich würde sagen, so gut wie gar nicht. Auch da gab es so ein paar. War ja nicht alles perfekt. So, wenigstens kriegt man hier noch halbwegs ordentlich Seelen ab. Und den Rest lasse ich da jetzt einfach stehen. Die müssen erstmal runterhüpfen. Das ist mir jetzt, glaube ich, egal. Stattdessen geht's hier rein. In der Hoffnung, dass das Video so gut klappt. Ich hasse es wirklich. Dadurch, dass der Beschwörer in dieser Dings drin war, hat mich der Streitwagen getroffen. Ich habe den Beschwörer noch schnell totgehauen. Aber das mit dem Heilen hat dann nicht mehr so ganz funktioniert. Wie gesagt, es war wieder mal das Glück des ersten Versuches, dass es wirklich eigentlich ganz gut lief. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt nicht vielleicht doch durchrennen kann. Ich meine, die Seelen vom ersten Versuch, die sind jetzt eh weg. Ach, meine Güte. Aber ich habe jetzt nicht Lust, hier noch ein paar Mal gegen zu kämpfen. Und so langsam ärgere ich mich doch, dass ich noch nicht so viele Punkte in Lebenskraft gesteckt habe. Denn ich glaube, das könnte einem hier ein bisschen helfen. Wenn man ein bisschen längeren Lebensbalken hätte. Und was halt wirklich nervt, das ist mir so gar nicht mehr bewusst gewesen, dieser Rennbutton in Dark Souls 2 war die größte Katastrophe, weil er ständig verhindert, dass man noch andere Dinge machen kann oder man eben nicht sofort wieder losrennt. Das ist ja die reinste Hölle zu spielen. So. Ich habe darauf gehofft, dass das Skelett vom Streitwagen weggemacht wird. War wohl nicht so. Ach, ohne Schild. Mit Schild ist der Bosskampf logischerweise ein ganz, ganz simpler, weil man sich damit einfach reinstellt in so eine Ausbuchtung, die ganze Zeit blockt
Während die Skelette da versuchen, auf einen drauf zu dreschen. Und sie werden umgefahren. Man rennt schnell raus zum nächsten. Und haust die Maus. Kann ich jetzt hier nicht machen. Wobei ich jetzt auch nicht behaupte, dass es nur daran liegt. Ich habe mir das heute ein bisschen anders vorgestellt. Ganz ehrlich, ich bin sehr unzufrieden mit mir. Der Bus, der regt mich ein klitzeklein wenig auf. Wobei aufregen ist das falsche Wort. Ich möchte ihn einfach hinter mich bringen. Ich habe die Schnauze voll. Wieder, er rennt nicht los. So. Gehen wir doch mal hier rein. Und machen den Sack hier als nächstes mal dicht. Ehrlich bin, weiß ich gerade gar nicht, was passiert. Wenn ich jetzt hier langlaufe. Okay, das Pferd macht nach wie vor schön Schaden. Dreht sich mit, das ist doch nicht fast zu fassen. Die ganze Zeit benutze ich übrigens diese Gems, weil man damit über Zeit heilen kann. In der Hoffnung, dass ich so den ein oder anderen Zusatzschaden noch wegbekomme. Das muss man nach vorne ausweichen. Das hat relativ beschränkte Reichweite. Und deswegen kann man das dem ganz gut ausweichen. War mir so nicht bewusst. Wie gesagt, habe ich nie gebraucht bei dem Boss. Der ist normalerweise 5, 6 Schläge vielleicht tot gewesen. Die Seele des Henkerwagens. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Mit ein bisschen herumexperimentieren. Es war schwieriger, als ich es tatsächlich erwartet habe. Und jetzt kommt ihr noch alle, oder was? Ist nicht euer Ernst. Ihr könnt mich mal, dann gehe ich halt nach oben.
Das Fiese ist, hier ist irgendwann Ende Gelände. Und dann fällt man wunderbar nach unten in einen Abgrund. Das ist aber noch nicht hier. Oder? Hier da vorne ist das Tor, durch das der Boss durchbricht und deswegen seinen Facher dann abschüttelt. Denn tatsächlich ist hier nicht der Executioner selbst der eigentliche Boss, sondern wirklich sein Dämonen-Streitross, das wohl geschaffen wurde vom Iron King, um hier die Untoten, also der hat ja schon diesen Jägerhain letztendlich genutzt, damit die Untoten hier gejagt werden können von seinen Leuten. Und dieses Streitross hat er geschaffen, um die Untoten hier unendlich lange zu quälen, zu torturen. Ja, scheint ein netter Kerl zu sein, der Iron King, der nicht König Ventric ist, sondern ja, ein anderer König. Wir wissen ja, Königreiche gab es hier. Hier ein bisschen mehr los. Und das ist jetzt irgendwo hier ein Leuchtfeuer. Da, schön drin vorbeigelaufen. Mit dem wir das ganze Gebiet hier zurücksetzen können, den Bosskampf neu starten können, aber ganz besonders wichtig uns unsere Peitsche ein zweites Mal besorgen können. Und wir haben einen neuen Covenant, einen neuen Eid. What is it? Ah, you trot long home. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Ah. Und der gute Herr hier ist nämlich. Ich weiß gerade nicht, warum wir nicht mitmachen dürfen. Covenant des Blutes ist das hier, der Eid des Blutes, auch PvP ausgelegt. Und muss man tot sein, um ihm beitreten zu können? Ich glaube ja. Tot sein, das kann ich. Also in Hüllenform zumindest. Brücke. Lassen wir uns doch jetzt einfach mal schnell umnieten. Und gehen dann hier zurück, denn dieser Covenant-Ring, den ich ganz gern hätte. Für den muss man logischerweise Mitglied werden. Das hau mich tot. Du musst mich gar nicht tot hauen, weißt du was? Ich habe zu viel Angst vor dir. Wir haben ja noch genug Menschenbilder. Von daher kann ich mich auch mal in den Tod stürzen. Ich weiß auch eh nicht, warum ich die benutze. Eigentlich brauchen wir die nur, um mit NPCs was machen zu können. Ansonsten sind die echt egal. Zumindest so die ersten zwei, drei Tote. Wenn man nur ein bisschen was verliert an Leben. So. Wir können zurückgehen. Upsessa. Und schauen mal, ob er jetzt mit uns redet. Wenn nicht, dann war das sehr schön, dass ich mich in den Tod gestürzt habe. What is it? Oh. Da muss ich wohl bis zum nächsten Mal nachschlagen, was wir hier machen können. Müssen. Und stattdessen gehen wir ein Asketenleuchtfeuer benutzen. Das verbrennen wir hier. Wie gesagt, damit werden alle Gegner wiederbelebt, werden stärker auf New Game Plus Niveau gebracht. Der Boss wird wiederbelebt auf New Game Plus Niveau gebracht. Und dazu werden alle Gegenstände, die man in diesem Gebiet hier eingesammelt hat, die werden wieder hingelegt. Teilweise gibt es neue Gegenstände. Und jetzt können wir. Auch sehr witzig, dass man dafür das Bonfire nach dem Boss machen muss. Normalerweise ist ja mal das Bonfire direkt vor dem letzten Boss, also vor dem Boss, den man in die nächste Stufe heben möchte. Aber in diesem Fall ist es nach dem Boss. Warum auch immer. Muss immer nicht sein, dass ihr mich so dolle haut. Ist doch echt nicht nötig. So. Wir töten jetzt hier noch schnell die Freaks.
Warum hast du bitte nicht zugeschlagen? Wetten, ich fall mit runter? Oder auch nicht? So. Ich muss doch nur schnell zur Peitsche, Mann. Macht mir doch das Leben nicht so schwer. Denn die müsste ja da vorne liegen. Du könntest bitte noch schnell alleine kommen, bevor das Skelett runterspringt. Vielen Dank dafür. Aber so kriegt man das hin. Also ihr seht schon, wir haben ihn das letzte Mal mit dem Backstab getötet. Und jetzt machen wir ca. 50% Schaden, vielleicht eher 60% Schaden, also das Leben der Gegner hat sich fast verdoppelt. Dafür gibt es jetzt hier aber die zweite Stachelpeitsche. Und wir können... Ja, eigentlich können wir Schluss machen. Wie gesagt, ich werde bis morgen mal schnell nachschlagen, warum ich nicht in den Blut-Eid komme. Kann sein, dass ich dafür irgendwas mit PvP machen muss, weil er ein reiner PvP-Covenant ist. Was für mich nicht leicht wird. Aber ich hätte ganz gerne den Ring. Und dann schauen wir mal, was wir mit Jula leveln können. Und wir müssen noch die Seele lesen. Krass, und haben schon wieder fast 40 Minuten heute zugebracht. Was? Du noch. Oh, da hinten noch ein Feuer. Der Mann. So, jetzt ist aber genug. Wehe, jetzt kommst du noch von da drüben gelaufen. Also, wir hätten eine Seele. Damn. Grippefürsten sind's nicht. Henkerwagen. Die Seele des Henkerwagens, dem die Hölle der Untoten untersteht. Der Wagen wurde erschaffen, um Untote zu peinigen. Doch dann wurde er zu einem entsetzlichen, wahnsinnigen Ross, einem Blick in die Seele seines Herrn. Nutzt die besondere Seele, um ganz viel tolle Sachen zu machen. Machen wir jetzt nicht. Stattdessen sage ich, ciao, ciao, ihr Lieben. Ist nicht so ausgegangen, wie ich wollte. Hat länger gedauert. Tut mir leid. Ab morgen werde ich mich wieder richtig anstrengen. Denn morgen geht es ins Erntetal. Boah, Gift. Ein Tal, das interessante Spielmechaniken hat. Und einen bescheuerten Boss. Haha, ich freue mich. Ich glaube nicht, dass wir morgen zum Boss kommen, weil echt Gift. Wir kümmern uns morgen erstmal um die Peitschen, die wir jetzt besitzen. Ciao, ciao.